Yo, Party People, was geht ab? LC171 am Start, motiviert wie lange nicht mehr. Ne, sag ich jedes Video, glaube ich, aber ich bin motiviert, ich hab Bock. Ich bin gerade in der Garage angekommen, nach 3 Wochen das erste Mal. Hier ist noch richtig, richtig viel zu tun. Harley habe ich eine neue Batterie eingebaut, ne, da steht die alte. Die ist aber irgendwie schon wieder tot, das heißt, da muss irgendwie ein Kriechstrom sein, aber das kriege ich alles hin. IJ112 ist auch am Start, der ist hier Kfz-Mechatroniker heute. Ich mache gerade Kettensatz neu an der Suzuki. Dann mache ich die XC fertig, weil die kommt sich Sonntag jemand angucken. Ich fahre morgen Motocross, ich glaube, ich fahre nach Bernau oder so, ihr werdet sehen, ich bin mir unschuldig. Ich, wie immer, ich werde das morgen früh entscheiden, spontan. Palm steht zur Auswahl oder Bernau. Mal gucken, was so geht. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich mache jetzt erstmal Motorrad. Ich weiß nicht, ich hasse es. Ich kann euch nicht erzählen, wie sehr ich es hasse, Kettenräder abzubauen. Aber es ist doch einfach nur räudig, oder? Kann mir doch keiner erzählen, dass ihm das Spaß macht. Kette ab, neue Kette ran, Hinterrad rein. Und dann ist das erste schon mal fertig, ne? Ich mache gerade noch frischen Luftfilter, ne? Hier Ecoform, ihr wisst Bescheid. Der kommt noch rein, dann ist Moped fertig, Kettensatz ist dran, Rad ist drin. Toni Schuster hat die XC noch zusammen, weil wir haben jetzt noch neue Plastikteile halt mal gekauft, weil, ne? Da sind Löcher drin, noch von den Sunpacks. Hier, wie gesagt, Luftfilter rein, Sprit nochmal voll tanken, ne? Für 47, 5000 Millionen, Trillionen Euro. Den anderen Auspuff baue ich noch dran, weil der ist irgendwie in letzter Zeit einfach ultra laut, den muss ich einfach mal stopfen. Nächster Versuch. Squadlabs, bester Mann für den Chor, bester Mann. Die Qualität ist eh scheiße, weil es viel zu dunkel ist. Ja, Digga, die Leute sind froh, wenn sie überhaupt ein Video kriegen, ne? Schraubt eure Ansprüche und ich habe. Kannst du mal die Jacke da zur Seite nehmen? Mir ist kalt, mach hinne. Das ist schmutzig, Mann. Was ist eigentlich mit dem Team 50-50 Pullover? Alter, mach hinne. Verlosen wir den, oder? Verschenken wir den? Falls einer von uns mal eine Freundin bekommt. Ein XXL, Digga, und dann hast du. Das ist eine M. Ist eine M? Ja, nein, natürlich. Ist der von Roy. Der ja, Oversize. Ist der von Roy? Also nein, den kriegt irgendwann, wenn jemand von uns mal eine Freundin kriegt, dann kriegt sie einen Oversize Schlafpulli. Du hast eine Freundin, der XXL passt. Kommst du morgen mit? Nein. Okay, eins in den Chat, wenn ihr traurig seid, dass Tomi mitkommt. Ja. Wer nicht hören will. Oh. Okay, passt. Mehr brauche ich nicht zu crossen, ne? Ich fahr so. Mic Drop. Ah, scheiße, war gar nicht richtig drauf. Naja, sah aber cool aus. Ehrlich. Moped ist drin, Klamotten sind drin, Tank ist drin, das Pflegezeug ist auch drin. So, jetzt aufräumen. Ne, Toni erstmal bei der XC helfen. Dann ab nach Hause, tanken. Spritpreise sind übrigens hoch. Sprit? Falls du noch nicht gesehen hast. Hab ich noch nicht erzählt? Ja, die sind höher jetzt. Die Spritpreise sind höher? Ja, ich hab's noch nicht auf Instagram gesehen. Ich glaube, ich frag's uns nochmal nach, ne? Weil, wie gesagt, das ist so ein Mythos, kann man nicht im Raum stehen lassen. Der hat sich geschnitten. Das ist des Todes, also wirklich des Todes am Bluten. Jetzt habe ich hier so einen professionellen. So mache ich das übrigens zu Hause auch normalerweise. Ist das gut? Sagen wir mal was. Topshow aus, alles schick. Schicko, schön, dass du. Ist wieder zugemacht. Endlich konnte ich mal meinen Sanitätskasten hier verwenden, Alter. Ja. Digga, ist das euer scheiß Ernst hier, Alter? Was belästigst du mich hier, Alter? Digga, schöne A-Klasse, Alter. So, der Tank ist auch schon voll. Kann ich auch schon wieder. Ey, Digga, ist ja Motocross. Wer soll sich das noch live? Absolute Wahnsinn. Auf locker. Die da oben! Nee, das kann ich absetzen. Weil das Tanken so günstig war, Toni. Gehen wir jetzt nochmal schick essen oder was? Digga, die haben auch zu. Dann flippe ich aber aus. Komm mal durch. Ah, ist vegan ausverkauft oder was? Für eine Pommes geholt oder was? Ich will lange dauern. Junge, ey, wieder professional Vorbereitung hier. Oh, scheiße. Boah. Oh. Ich bin eine halbe Stunde. Oh, ich sehe aus, Digga. Ich kann kein Video machen. Ich bin eine halbe Stunde vor meinem Wecker wach geworden, Alter. Warum denn? Was ist denn mit dem Körper, Digga? Ist ja nicht ganz klar im Kopf, oder?
Alter, also ich bin, es ist echt kalt. Ich hätte mir vielleicht eine Jacke anziehen sollen. Naja, wen juckt's? Wenn der bald wieder auf Sommer steht, dann geht's aber rund, Freunde. Dann geht's rund. Fährst du hier auf so eine, durch Berlin, überall scheint die Sonne. Es wird langsam wärmer, noch sind 0 Grad, aber naja. Ich liebe es, es sind so eine Summer-Feelings, Alter. Das ist richtig, richtig gut. Witzige Geschichte. Ich bin jetzt, glaube ich, das 100. Mal in Dannenberg und ich weiß immer noch nicht, wie ich da hinkomme. Das ist aktuell mein Leben. Klingt auf jeden Fall schon mal ein bisschen leiser, aber die ist immer noch recht laut. So ist schon mal ein Stück besser. Einladen, ab auf den Track. Sieht fett aus, Digga. Werksboden, glaube ich, der wurde gesagt auf der Seite. Sieht auch relativ, naja, doch, das sieht relativ, oh, jetzt. Sieht tatsächlich, auch relativ gut aus. Bin ich mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe leider richtig, richtig viel vergessen. Zum Beispiel sowas wie einen Stuhl habe ich vergessen oder einen Tisch. Motorrad ist ausgeladen. Ich ziehe mich jetzt um. Es ist einfach so kalt, Mann. Ich will das alles gar nicht mehr. Ich will kein Motocross mehr fahren. Mein Auto, Freunde, ist einfach zu klein. Es ist auf jeden Fall echt richtig, richtig kalt, ne? Läuft. Ich mache mir jetzt ein bisschen warm, fahre 1, 2, 3 lockere Runden. Der Plan auch ganz locker, Digga. Das Wetter ist so schön, Mann. Ich habe so Bock, Alter. Also, ich fahre mich warm und wir sehen uns gleich. Doesn't change a thing, just know I spend it on you. Get you Louis if you wanna know, that's nothing, no. You could tell me that it's something, but it's nothing, no. You ignore me, but you're always on that phone. Acting funny, but you tell me that you love me, though. Yeah, yeah, you tell me that you love me, though. Wanna believe it, but I feel it, that it's something wrong. They just tell me what's going on. Huh? Steven oder wer? Ja. Ja? Ja, der hat richtig quer gemacht, Junge. Aber wirklich. Der ist ja auch krank, der Typ. Und hat Spaß. Das ist anstrengend wie Sau, doch. Ne? Jetzt ist es auch warm, Alter. Heute Morgen 0 Grad und jetzt haben wir hier irgendwie 15 Grad. Langsam schon anbaden. Ja. Ja. Dann haben wir hier eine kleine Poolsash hier. Ja, der da. Alte Katze! Guck mal, du da unten, ey! Richtig toll! Digga, was ist mit dir, Alter? Was ist mit dir, Junge? Geil, ey, aber komplettes Matt, Junge, richtig quer! Mach übelst Bock! Was? Mach übelst Bock! Ich werde jetzt auch mal probieren! Ja, denn ich setz jetzt alles! Dänchen, ich mach das jetzt auch so! Ja. Alter, diese Kamera! Luca, besorg dir eine neue! Der letzte, vorletzte war okay, glaube ich. So, Party People. Ja, leider ein Sturz, ein relativ schlimmer. Helikopter ist jetzt auch da. Ich glaube, der Tag ist für uns jetzt hier beendet.
Also von uns fährt, glaube ich, keiner mehr so wirklich. Also ich habe es auf jeden Fall nicht vor. Aus Respekt vor dem Jungen ist die Sache hier, glaube ich, gegessen. Was ist Bob and Party People? Es ist Sonntagmorgen. Eigentlich hatte ich ja gestern gesagt, hier Video vorbei, ne? Weil wir sind ja gestern dann nicht mehr so wirklich gefahren. Also ich habe halt eingeladen. Morgen die Nachricht bekommen. Geht soweit gut. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Ich bin jetzt auf jeden Fall auf dem Weg in die Garage. Denn heute kommt sich immer die XC angucken. Und dann nehme ich auch noch ein bisschen mit. Ich mache jetzt noch ein bisschen. Ich jetzt schon 7.30 Uhr erst. Ich weiß auch nicht, warum ich schon wach bin. Fragt mich nicht. Genau, dann mache ich ein bisschen Sachen an den Motorrädern, ne? Zwei, drei Kleinigkeiten. Und ein bisschen filme ich auch auf locker, dass ihr noch ein bisschen Unterhaltung habt auf dem Sonntag. Da steht sie. Ich hoffe, ihr versteht mich wegen den Windgeräuschen. So ein wunderschönes Motorrad. Vor anderthalb Jahren neu aufgebaut. Schönes Dekor noch von Jan draufgezimmert. Neue Felgen gekauft. Und was mache ich? Ich verkaufe das Motorrad. Der Typ war gerade da. Ich glaube, Leon heißt der, ne? Sehr, sehr netter Kerl. Probe gefahren, hat das Motorrad angeschaut, ich habe mir auch alles erzählt. Jetzt hat er sie gekauft, ich habe jetzt eine Anzahlung, er kommt in ein bis zwei Wochen, ich mache jetzt noch TÜV bei dem Motorrad. Fällt mir alles nicht so leicht. Jetzt ist sie weg, ich wollte es ja so. Ich bin ja auch irgendwo erleichtert, dass sie weg ist, weil ich bin hier jetzt zwei Jahre nicht gefahren. Trotzdem, schade ums Motorrad, das ist eine sehr, sehr schöne Karre. Und ja, so ist das. Der Stuhl wird dann noch verkauft, zeitnah, und dann kommt eine KDM. Junge, Alter. Heute ist ein ereignisreicher Tag. Ich bin ein bisschen... Naja, ihr wisst Bescheid, Freunde. Wie gesagt, jetzt aber ist das Video zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, kommentiert gerne eure Meinung. Sagt mir, was ich mir als nächstes für ein Motorrad kaufen soll. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer LC. Ciao.